Guten Morgen. Oh, einen wunderschönen guten Morgen. Ihr kommt gerade recht, um mit uns anzustoßen. Was gibt's denn um die Uhrzeit schon zu feiern? Mutter, möchtest du ihr nicht die frohe Mitteilung machen? Dann eben nicht. Unsere Mutter hat gestern eine sehr weise Entscheidung getroffen. Im Vertrauen auf meine Fähigkeiten und meine Loyalität hat sie mich gebeten, die Leitung der Holding zu übernehmen. Das glaube ich nicht. Ja. Genau so ist es unterschrieben. Du erlaubst doch, Mutter. Der Sitz des Familienoberhaupt. Ja, eben. Ist das wahr, Mutter? Du hast ihm die Leitung übertragen? Fällt dir eigentlich ein? Erst willst du Spaß mit mir und dann willst du mich rauswerfen? Ich bin doch kein Flittchen. Was ist hier los? Mutter, du müsstest doch eigentlich froh sein, dass wir dir diese Last von den Schultern genommen haben. Oder hättest du dich doch lieber im Sanatorium erholt? Du tust mir weh! Aua, lass mich endlich los! Hörte sich das nicht wie dieses kleine Flittchen von Sebastian an? Anscheinend hat er doch mal einen rumgekriegt. Offensichtlich lässt das vor seiner Hochzeit noch mal so richtig krachen. Mutter, möchtest du nicht mit uns frühstücken? Jetzt reißen Sie sich zusammen, Olivia. Und du beende hier diesen Kindergarten. Was denkst du denn, was ich hier mache? Meinst du, wir können es wagen? Hört sich gut an. Sie scheint gegangen zu sein. Schlimm, wenn man jetzt schon im eigenen Haus riskieren muss, von einer Furie angefallen zu werden. O tempora, o mores. Darf ich? Stefanie, Sie wissen doch, dass das Frühstück erst beendet ist, wenn die Herrschaften sich entfernt haben. Natürlich. Entschuldigen Sie bitte, Gräfin. Stella, warten Sie bitte. Wenn Sie Carla sehen, dann würden Sie ja bitte ausrichten, dass es mir leid tut. Ich wollte sie damit nicht vor den Kopf stoßen. Das muss sie mir glauben. Ich habe wirklich alles versucht. Es ging nicht anders. Sonst hätte sich der Albtraum wiederholt. Das hätte ich nicht nochmal durchgestanden. Was soll ich denn jetzt machen? Soll ich alles Lydia erzählen? Meinst du, ich glaub nicht. Sorry, aber du musst selbst wissen, was du tust. Ich kann dir da nicht helfen. Ich falle einfach immer wieder auf sie rein. Schon als Kind. Immer wenn ich gedacht habe, ich bedeute ihr was, hat sie mich wieder von sich gestoßen. Ihre Entscheidung, dass sie die Leitung in der Holding übernehmen will, das war nur ein Bluff. Oder eine Finte von Ansgar, was weiß ich. Unser nettes Treffen im Schneiders. Das war alles nur, um mich hinzuhalten. So den Eindruck hatte ich nicht. Ja, weil sie darin geübt ist, anderen was vorzumachen. Also vorhin war sie echt fertig. Nach dem Frühstück. Ich soll dich für sie um Verzeihung bitten, weil sie nicht anders gekonnt. Was? Jetzt weiß ich auch, was sie damit meinte. Das ist so typisch. Andere vorschicken, weil sie sich selbst nicht traut. Und hintenrum schiebt sie alles ihrem Liebling Ansgar zu. Hey, komm mal her. Ja, bitte? Was gibt's denn, Frau Linse? Ich wollte mit Ihnen den Menüplan für nächste Woche absprechen. Ja, gleich. Sie sehen doch, dass ich gerade im Gespräch bin. Das ist schon in Ordnung. Augenblick bitte, da muss ich kurz nachhören. Carla, Carla. Du willst
kannst doch wohl nicht etwa Francescas Entscheidung akzeptieren. Kann ich sie vielleicht mit jemand anderem verbinden? Hör mal, Kalle, ich wette, Ansgar hat sie massiv unter Druck gesetzt. Also. Was also? Wir können nichts tun. Glaubt ihr, sie zieht ihre Entscheidung zurück und setzt mich dann wieder als Firmenchefin ein? Vergesst es. Entschuldigt mich. Stella, hallo. Wie in Schneiders jetzt gleich. Ja, okay. Ja, bis gleich. Ich freue mich. Carla, wir müssen hier etwas unternehmen. Hm. Johannes würde sich im Grabe umdrehen, wenn er wüsste, dass Ansgar jetzt hier die Geschicke der Firma leitet. Jetzt hör doch mal auf da! Was glaubst du, was Ansgar noch alles plant, wenn er hier erstmal fest im Sattel sitzt? Zum letzten Mal. Wir können nichts tun. Francesca wird ihre Entscheidung nicht zurücknehmen. Kapiert? Wirklich eine gute Idee mit dem Mittagessen. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie gut es tut, mal eine Stunde nicht in der Firma zu sein und an Ansgar denken zu müssen. Du tust mir gut. Carla, ich bin wirklich froh, dass ich dich habe. Carla, ich muss dich. Mit dir kann ich am besten entspannen. Ich bin so froh, dass du gekommen bist, Carla. Ich wollte dir das gerade sagen. Du hast mich hierher geholt, damit ich... Carla, ich sehe doch, wie weh dir euer Streit tut. Hör dir doch erst mal an, was deine Mutter zu sagen hat. Vielleicht ist das alles nur ein Missverständnis. Diese Frau hintergeht mich, wo sie nur kann. Sie setzt mich ab und intronisiert Ansgar als neuen Chef. Da gibt es nichts misszuverstehen. Ich bin fertig mit dir. Und was fällt dir eigentlich ein, dich da einzumischen?